Willkommen zurück, Freunde, zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute geht's im Pokal gegen Schalke, auch wie in echt. Steht da, glaube ich, nächste Woche ist, glaube ich, Pokal, ne? Auch, nee, 1. Februar, glaube ich, also in der ersten Februarwoche. Also, es rückt, ich glaube, nächste Woche, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, nächste Woche müsste es Pokal sein. Auch in Wolfsburg, auch gegen Schalke, auch in der dritten Runde. Also es passt. Wie angegossen. Ja, so. Aber ich möchte natürlich keinen Schnee haben. Spielentstellung. Heiter, gerne. Genau. Auf geht's. Und dann spielen wir. Direkt legen wir los. Und Leute, wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst doch gerne ein Abonnent da. Würde mich natürlich freuen und für euch ist es kostenlos. Mich würde es sehr unterstützen und mich bestätigen in dem, was ich hier mache. Leute, wenn ihr Bock auf Warzone-Videos habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Weil ich habe Lust, da welche zu machen für euch. Ah, ne, es ist Viertelfinale, okay. Wir spielen in echtem Achtelfinale. Oh. Oh, Brekalo kommt noch da. Aber was macht er denn? Das war ja völlig falsch, falscher Pass. Das wäre jetzt Schalke. Prongasic klärt das aber routiniert. Luka Metz. Ja, Roussillon hat uns ja verlassen. Das habt ihr ja mitbekommen in der letzten Folge. Deswegen. Werden jetzt Höver und Luka Metz sich die Position immer teilen. Boah, der war knapp. Der war haarscharf. Aber erste gute Chance, Brekalo setzt sich da gut durch. So, Er feiert Pongasic. hier heute sein Debüt. Die Fans hoffen, die Fans erwarten sich eine Menge, was traust du ihm zu? Wenn dieses Primo. Team eine Schwäche hatte, dann war es im Sturm. Da brauchten sie noch einen. Ah, Luka Netz hier mit dem Fehler. Da muss er jetzt zurück. Und er ist noch nicht gerade so der Schnellste. Aber Todibo kann jetzt erstmal klären. Und jetzt Isma Pardo. Könnte da Almada schicken, aber ganz, ganz schwacher Pass. Also wir scheinen noch nicht so richtig angekommen zu sein im Spiel. Jetzt Kamara kann sich da aber nur mit dem Foul helfen, gibt Freistoß für Schalke. Ist eigentlich zu weit für einen direkten Schuss. Aber ob das jetzt Freistoß war, würde ich bezweifeln. Naja, sei es drum, Carsten ist ein Tor. Und der reagiert gar nicht, aber der war auch relativ knapp, oder? Noch mal einmal angucken. Ja, ich weiß noch gar nicht, wieso Carsten da nicht reagiert. Also der war echt nicht schlecht. Erste gute Chance für Schalke. Also an Großchancen würde ich sagen, steht das hier 1 zu 1. Da hat sich der Schalke-Spieler verletzt. So. Und der nimmt hier ein Bodo noch mit. Aber da ist Firsinho. Und einmal, da zieht jetzt einfach mal ab. Zweite Chance, wird aber gelegt. Oh, Kamera, ja, ist ein Foul. Ja, ist gelbe Karte. Und Dia hat sich da verletzt bei Schalke. Oh, jetzt kann es hier. Oh, Carsten lässt nach vorne abtropfen. Das ist relativ sehr, sehr gefährlich. So, Almada steht da frei, aber dahin wollte ich gar nicht spielen. Brekalo holt sich da gut den Ball zurück. Und jetzt auf Mbolo. Der macht den Schlenker und das müsste das 1 zu 0 sein. Ist es nicht. Wer ist denn da am Tor? Malasia oder wie? Ja, hieß der?
Almada. Ne, Musso ist im Tor. Okay. Das sagt mir gar nichts. Aber der scheint hier wohl ein richtig guter Torhüter zu sein, der Musso. Oh, es wird auch gelb geben. So, Mbabu. Wo ist denn da bitte unsere Abwehr? Und das 1:0 für Schalke. Ah, wir stellen uns da auch ziemlich plump an. Ja, ich bleib dabei. Erste Halbzeit, wir sind noch gar nicht dabei. Jetzt mal Doku hier mit einem schönen Solo. Muss da jetzt mal Almada mitnehmen. Gut, dass es da ein Tunnel war. Mbolo, das müsste das 1:1 sein. Ist es. Gute, schnelle Antwort. Es war wichtig, dass wir da zurückkommen. Oh, Kamera, Vorsicht, der hat schon gelb. Ah, schade. Beinahe hier noch die Führung. Was war das denn bitte? Eine Minute wird jetzt noch oben aufgepackt. Ball schon wieder weg, gut gemacht. So, Kamera, ha, schade. Ne, den Konter gibt's nicht. Bleibt hier beim 1:1, 50-50 Ballbesitz. Ja, ich wechsle noch nicht. Das sieht nämlich irgendwie verdammt nach Verlängerung aus. So, Brekalo jetzt. Ah, legt sich den Ball wieder zu weit vor. Ivan Ampadu, ja. Auch nicht gut gemacht gerade. So, jetzt müsste da mal Pongasic kommen. Der hat aber schon gelb, Vorsicht. Macht er aber gut. Ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Oh, Pongasic macht das gut. Jetzt vielleicht mal Doku. Aber auch wieder das Zuspiel zu ungenau. Also das Passspiel heute nicht gut. Und wieder Ballgewinn, Brekalo. Ja, aber dann... So, ich glaube, wir wechseln denn jetzt auch mal, oder? Ja, wir wechseln. Ja, Pongasic ist mir zu... ja, ich glaube, ich hole Baku denn rein. Das war's dann auch erstmal. Sie wollen nicht in Unterzahl geraten. Deshalb wird der verwarnte Spieler jetzt aufgewechselt. Ist besser so, denn es besteht ja immer das Risiko der zweiten Gelb. Genau. Und das möchte ich nicht. So, also jetzt Baku. Ja, verliert er den Ball. Es ist wieder... Jetzt also holt sich wahrscheinlich... Ivan Ampadu auch noch gelb ab. Ah, was mache ich denn da? Zu Todibo. Ich muss aber auch sagen, Schalke steht extrem gut. So, jetzt die Flanke. Ah, aber auch wieder zu ungenau. Und Schalke wieder. Das sieht echt stark nach Verlängerung aus, Freunde. Baku. Ein Babu kann da klären. Und jetzt mal Doku. Über diese Seite ging irgendwie gerade noch gar nichts. So, Brekalo. Muss jetzt mal den Ball gut mitnehmen. Na, keine gute Ballmitnahme. Jetzt der Pass war gut. Auf Brekalo, der nimmt Almada. Ah, doch, das wäre hier die Chance zur Führung gewesen. Baku. Doku. Jetzt werden wir hier gerade... relativ dominanter. Wir wechseln. Ja, Ivan Ampadu wird rausgehen und
Dann machen wir das so. Ja. Das überträgt sich auf die Spiele. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. So, Ethan und Pardo, mach das hier gut. Macht er gut. Und Almada, Traumtor. Traumtor, Leute. 2-1 durch einen Geniestreich von Almada. Ich glaub's nicht. Also, was ist das denn bitte für ein Tor? Hier. Alter Schwede, also Traumtor. 1, 2, 3, 4 Schalker gehen da aber auch nicht ran. Embolo im Abseits und Almada macht da, schade, dass die Fahne da gerade war. Und Almada macht es dann einfach selber. 2-1. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Und das müsste uns jetzt hier eigentlich ein bisschen mal Mut hier geben, weil wir haben ein schwaches Spiel eigentlich gemacht. Kaum Abschüsse. Ich muss aber auch dazu sagen, Schalke steht äußerst gut. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. 2-1 steht's. Wer ist der nächste Gegner, Buschi? Der kommende Gegner der Wolfsburger heißt Bayern 04 Leverkusen. Jetzt vielleicht mal Doku. Der schickt da Hussein Aua. Aua, was macht er? Nimmt da Brikalo mit und der macht nicht das 3-1. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir machen hier nicht die Entscheidung. Aber jetzt ein Babu. Nee. Hussein Aua, Brikalo. Embolo. Ah, nee. So, Schalke müsste es jetzt schnell machen. Todibo. Ja, wir kommen gerade nicht an den Ball. Ja, wir gewinnen das Ding ganz, ganz knapp. 2-1 sind damit im Halbfinale. Ja, es war aber keine Glanzleistung. Aber Almada rettet uns den Hintern. Der ist auch Spieler des Spiels, glaube ich, wie ich gesehen habe. Mit einer 8,3 Bewertung. Das ist schwach für Spieler des Spiels, eine 8,3. Aber naja, es war heute keine Glanzleistung. Das liegt alleine an uns, ja. Ich komme zwar nicht mehr aufs nächste Spiel. Wir werden daran arbeiten. Vielen Dank für diese. Keine weiteren Fragen. Sehr schön. So, Stefanik wollte ja gerne eingesetzt werden. So. Gut, also. Jetzt geht's. So, Höver wird spielen. De La Viga darf man wieder. Bordus darf natürlich. Almada bleibt natürlich drin, ist ja klar. So, Tonali wird wieder spielen. Und ja, Baku, Prongasic hat mir gut gefallen. Todibo eher nicht so. Da kommt jetzt erstmal Saliba wieder. Und ja, Kast konnte sich eh nicht auszeichnen. Hat man stand ein paar Mal richtig, aber sonst wird auf jeden Fall wieder Thunderhood reinkommen. Ja, Brikalo bleibt drinne, definitiv. Ja, Stefaniak, Sessin Jong tauschen natürlich die Plätze im Kader. Bolo. Ja, wen nehme ich da jetzt raus? Ja. Und sonst? Gut. Ja, warte mal, war Pongasic nicht ein bisschen angeschlagen? Nee, hatten alle volle Energie. Perfekt. Gehen wir so in das nächste Spiel. Jetzt gegen Leverkusen. Die sind Achter, okay. Also bei denen läuft es irgendwie auch gar nicht. Und schon wieder Schnee, habe ich gar keinen Bock drauf. So. Trikotwahl ist mir relativ egal. Es ist okay so. Kann ich mit leben. Ja, und jetzt gegen Leverkusen. In der Bayer Arena. Es ist klar.
Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich darf Sie herzlich begrüßen hier in der Bayer Arena. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen VfW Wolfsburg. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende bringt. Alles klar, Cuadrado spielt einfach bei Bayer. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Und auf ihn werden Sie bestimmt gesondert achten. Sollten Sie auch angesichts der vier Treffer. Gut. Anstoß Bayer. Und damit läuft das Spiel dann endlich. Ja, endlich läuft das Spiel. Wir natürlich. Ja, eigentlich Favorit. Gerade mit dem guten Almada. Da ist er. Da ist Abseits. Nee, ist kein Abseits. Hä? Ich dachte, es wäre Abseits. 1-0, okay. Die Geschichte kennen wir doch schon, oder? Vorletztes Spiel, glaube ich. Aber das sah doch streng nach Abseits aus. Nee, okay. Weil wir schon im Strafraum waren, dann zählt es ja hinter dem Ball. Gut, 12. Saisontor für Bordeaux. Der macht fleißig weiter mit seinen Toren. 1-0, frühe Führung. Also wie gesagt, Bayer Leverkusen ist nicht gut drauf, diesen Achter. Trotzdem ist es jetzt hier kein Grund, wenn wir hier wieder 6-0 gewinnen. Ach ja, ich wollte auch die Schwierigkeit hochstellen, ne? Stimmt, da war ja was. Supercalo. Bordeaux. Und Almada 2-0. Das ist mal wieder hier zu einfach. Das Saisontor für Almada mittlerweile schon. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind hier. Hier waren teilweise Spieler noch gar nicht am Ball bei mir und es steht schon 2-0. Stichwort Di La Viga. Ich glaube, der war nicht einmal am Ball jetzt. Und hier ist das, was ich meine. Guter Pass. Leverkusen schon wieder völlig. Die Gelegenheit. Ah, schade. Und hat den Ball. Leverkusen völlig beim 2-0 auf Pressing aus. Das halte ich hier schon wieder. Guckt euch das mal an. Jetzt mache ich hier wieder drei Pässe und ich spiele quasi wieder alleine vor dem Tor. So, Di La Viga mit einer guten Flanke, ja, halbwegs gut. Oh Gott, wo läuft denn Höber bitte hin? Oh, das war gut von Schick. Den Ball kann er abfangen. Aber auch gut verteidigt, jetzt Baku. Tolles Schick da, Bordeaux. Wird nicht angegriffen und macht das 3-0, also... Leute, das geht zu einfach, wie wir hier Tore machen in der Liga. Also, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also, ob das so der Sinn der Sache ist, glaube ich eher weniger. Also, dass wir hier noch nicht mal eine halbe Stunde gegen Leverkusen 3-0 so führen, das ist, weiß ich nicht. Fühlt sich auf jeden Fall. Hat mit Spaß haben nichts zu tun. So, Cuadrado. Also der müsste sich doch theoretisch locker gegenüber durchsetzen. Macht jetzt auch mal. Jetzt Cuadrado. Ja, aber geblockt. Tonale steht gut. So. Amiri mit dem Eckball. Auf Roberto. Und der kommt hin daneben. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei.
Trotz alledem, wir machen hier ein gutes Auswärtsspiel. Wir nutzen halt die Chance. Wir haben hier den zweiten Treffer für die Hertha. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. 34 Minuten sind gespielt. Interessante Info. Dankeschön dafür. Oh, Babu. Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Babu, oh Gott, lässt sich da komplett austanzen. Jetzt Leverkusen hier mal. Aber lösen wir auch wieder gut. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Schick. Oh Gott, das war gut gespielt. Aber wir klären Van der Hoedt richtig gut. Rausgelaufen im 1 gegen 1. Hält die 0. Oh Schick. Gott, nein. Almada hat sich, glaube ich, verletzt, ne? Das gibt Freistoß für Bayer. Ja, toll. Ich denke, sie werden wechseln müssen, Buschi. Genau so ist es mit der Verletzung. Das sieht nicht gut aus für Almada. Ja. Dann bleibt ja nur einer, Hussein Aouar. Also das tut jetzt richtig, richtig weh. So kann er hier unmöglich weiterspielen. Also Almada zu verlieren, ist ein Schock. Zu Piccolo. Piccolo. Ah, schade. Dann hat er sich den Ball zu weit rausgelegt. Ja, also das mit Almada tut mir echt, echt weh, quasi. Auch leid für ihn. Dass Fessignon kommt, Bordus geht auch raus und Bolo wird kommen. Nein, wir machen das Beste draus. Die Wölfe liegen hier bislang vorne. Das bedeutet, es bekommen natürlich andere auch wieder eine Chance. Zum Beispiel Yasharin und jetzt Hussein Aouar. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichen dazu geht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele. Da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Nadim Amiri blockt den Schuss erstmal ab. Ballgewinn, gefährliche Position. So, jetzt ist mal wieder hier ein bisschen Druck von Leverkusen. Wir können uns hier gerade nicht befreien. Ja, Höfer macht jetzt ein bisschen Druck, klärt den Ball zum Aus. Gibt Ballbesitz für uns. Das war gut. Babu, wir befreien uns relativ sauber und gut. Antoine Griezmann ist zu Arsenal gewechselt und verlässt den FC Barcelona. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. Und Della Vega. Die Gelegenheit für die Flanke. Der Reingabe kann gut, aber der Ball ist erstmal weg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Wieder so ein klasse Pass. Ja, Leverkusen versucht jetzt hier mal. Aber schon wieder mit so einem Pressing. Aber wir spielen es gerade nicht gut aus. Vielleicht sitzt der Mannschaft auch noch der Schock von der Verletzung von Almada am Nacken. Man weiß es ja nicht. Das wäre lustig, wenn sie es mit eingebaut haben, so eine emotionalen. Ja, es bleibt hier beim 3-0. So, Sessegnon schaut. Das war jetzt mal gut rausgespielt. Sessegnon. Und der macht hier das 4:0. Setzt sich da gut durch. Ist noch frisch, ist schnell. Ja, aber was die Nummer 4 davon Leverkusen macht, ohne Worte. Lässt sich da abstauben. Und Leverkusen steht relativ hoch. Ja, kein guter Ball. Macht Baku aber gut. Aber
Kommt jetzt die Flanke. Da passt er auf und kann klären. Zum Baku. Da geht er dazwischen. Na, setzt sich da nicht durch, schade. Das ist also wieder Bundesliga-Fußball für Bayer Leverkusen. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Natürlich kommentieren wir auch diese... Na, Foul von Höver. Leverkusen bekommt den Freistoß. Gut vom Schiedsrichter. Er mahnt den Spieler am Start. Können wir eigentlich nochmal wechseln? Nee, ne? Kommunikation ist wichtig. Oh, nee. Das war... Ich glaube, wir haben jetzt schon wie oft gewechselt? Ja, Aua im Boden und Sessen lang, stimmt. Kein Wunder bei der Distanz. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Hussein Aoua. Also das war jetzt mal relativ okay gespielt. Und Höver. Der senkt sich noch, aber halt ein bisschen zu spät. Mal wieder ein Abschluss von Höver. Okay, Süle spielt bei Bayer. Das ist klar. Und Bailey kommt. Nee, Bailey. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Okay, Pongosic bekommt Gelb, obwohl er nicht das Foul gemacht hat. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. So ein Babu. Ah, lässt sich da aber nicht. Baku. Ball höppelt ein bisschen, aber gut angenommen von Sessegnon. Der könnte jetzt hier das 5:0 machen. Macht er nicht. Macht er nicht. Ja, ich glaube, der springt auch noch so ein bisschen weit auf. Ja, schade. Hätte das 5:0 sein können, aber das wäre auch ein bisschen zu viel gewesen. Mal ganz im Ernst. Ja, ich meine, Leverkusen, okay, die sind Achter, strotzen nicht gerade vor Selbstvertrauen, aber trotzdem. 4:0 geht in Ordnung. So ist es. Wir gewinnen 4:0. Boah, du's bester Mann, ja. Ich würde aber sagen, fast sogar schon Almada war für mich bester Mann. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns. 2 Monate nur. Oh, Glück gehabt. Nur 2 Monate, Leute. Gerade nur insgesamt eine tolle Leistung. Aber es würde trotzdem, die Hinrunde ist quasi trotzdem fast gelaufen für ihn. Danke, ne? Für diese Ich glaube, die Hinrunde ist wirklich fast gelaufen für ihn. Spieler verletzt. Ja, 2 Monate. Zum Glück nur eine Schulterbrennung. Zum Glück. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.